Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, Jasmin, das Spiel meint es gut mit uns. Das Update ist noch nicht da und wir können noch tolle Erfahrungen sammeln. Ah, wer weiß, wann das kommt. So, und ich wurde gefragt, ne? Ob wir nicht die Schatzkarten mal machen könnten, weil wir haben, glaube ich, drei. Ja, was drei. Muss man da machen? Ja, einen Schatz suchen, ne? Wir müssen auch mal ein bisschen Munition noch herstellen. Das ich war. Weiß. Ja, das war. Willst das immer nicht? Ich wollte ja eigentlich noch ganz viele coole andere Sachen machen, aber wer weiß, wann das Update kommt. Und vielleicht kriege ich das nicht umgesetzt, aber die Schatzkarte können wir schaffen. Denn hier mit meiner Wieso ist denn das hier so komisch heute? Und geh mal weg. Da wurde ich halt drum gebeten. Und hast du Bock, Jasmin? Du, ja, ich, Auto, Roadtrip. Ach so, ja. Siehst du, Auto. Wollte ich einmal in die Werkstatt schmeißen? Ach nee, gar nicht. Wollte ich hier machen. Man muss das hier auch schon einschalten, ne? Wenn, damit er das produziert, ey. Hast du nicht gemacht? Ich glaube, war zu wenig Holz. So, damit habe ich aber das. Jetzt tauschen wir noch einmal die Gläser um. 10 Wasser, das reicht. So. Cool. Was müssen wir denn mitnehmen? Knarre haben wir, Munition haben wir auch. Haben wir noch geile Mods fürs Auto, jetzt wo ich da mal eine reingeschmissen habe? Als Genie, dass ich ja nun mal bin. Umsichtig. Alles einkalkuliert. Wer ist ein Genie, du? Was? Ach Quatsch, so ein Mist würde ich nie erzählen. Ja gut. Dann ist gut. Bleib. Meld dich ein. Damit man hier mal vorankommt, ey. Mehr Mods haben wir fürs Auto gar nicht, ne? Blei brauchen wir auch noch. Blei. Kann ich noch irgendwas? Ich meine, ich habe eine Stufe 6 Bogen und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit denen, aber... Du kannst nichts. Nee. Das kannst du. Nichts. Maschinengewehr. Das wäre vielleicht noch mal ganz geil. Ja, da habe ich auch ein bisschen was von. Verdammt! 1 zu 4, Jasmin. Werde ich mir niemals verzeihen. Was war das noch? Geschmiedeten Stahl. Vorsicht, darf ich mal? Nö. Haben wir noch irgendwo geschmiedeten Stahl? Nö. Haben wir doch in der Kiste oben, oder nicht? Nö. Ach so, Stahl, weiß ich nicht. Eisen, ne? Schmiede Stahl 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 haben wir? Ja, da, wo du das reinpackst immer. Du musst doch wissen, wo du deine Sachen hinpackst. Ach so, mit den einzelnen. 11 ist 11. Ja, aber ich habe das doch gefächert. Erinnert sich nichts? Ja, aber ich habe das doch gefächert. Nee, das geht nicht, Jasmin. Das können wir nicht machen. Warum nicht? Vier Schraubenfedern. Ich kann ja schon mal die Sachen zusammensuchen, die ich habe. Drei Klebeband. Du hast jetzt meins hinten dran gestellt. Ja, aber auch nur, weil meins ja schneller geht. Alter. Ja, ich wusste nicht. Ja. Du kriegst von mir keine Munition, das schwöre ich dir, Freund.
Es tut mir leid, ich wusste nee. Nicht. Ich wusste nicht, dass du noch mal in die Schmiede guckst. Das Chris. Aha. Ich dachte, das du fällt gar kriegst nicht von auf. Mir keine Munition. Hey, nö. Freund. Sei mal nicht so. Doch, du kriegst das nicht. Ja, das Problem ist halt, ich brauche geschmiedeten Stahl. Ja, kauf dir welchen. Das kommt da und die Hälfte. Obwohl eigentlich so. Das passt schon, ne? Ich bin so fett, Jasmin. Ich komme da nicht durch. Ich weiß. Fett und dumm. Das gehört hier gar nicht rein. So, was habe ich? Essen habe ich, Verband habe ich. Jasmin. Trinken, was? Ich wollte nur anmerken, dass ich das nicht verstanden habe, weil ich dumm bin. Weiß. Und Blei, Messing, alles null. Das Eisen, brauchst du mir nicht zu erzählen. Was denn? Dass du dumm bist. Ich würde jetzt gern sabbern, aber ich kann nicht auf Kommando. Ich kann nicht, wenn wir einen. Ich kann nicht auf Kommando vor allem, ey. Sonst aber ich, aber nicht auf Kommando. So. Oil. Was wollte ich denn damit nochmal? Wieso habe ich Öl gemacht? Fragst du mich das denn? Reifen? Nö. Schon scheiße, wenn man nicht weiß, was man vorhatte. Ja, eigentlich hatte ich vor, Schätze zu suchen. Große Entdeckung. Oh, toll gemacht, Jasmin. Wieso ich? Ja, das hast du super hingekriegt. Also. Oh, ich habe Hunger. Kleinen Moment. Aber die hat, glaube ich, noch nicht endgültig geschrien. Das war nur so ein. Ich bin. Hi. Da. Da, hier. Hi. Nee, die ich hat bin. Noch nicht geschrien. Die ist. Ach, die ist schon einmal runtergefallen. Jetzt hältst du wohl einen Ja. Hältst du wohl einen Klappe? Das ist toll. Ja, das hat er mir jetzt verbockt hier. Sniper-Elite. Nachladen ist die Mutter der Porzellankiste. Oh, da hat er glatt den Kopf verloren. Das war mein Schuss. Ja. Noch einer fragen? Nö, alles cool. Alles cool, Alter. Alles gut, gut. Wir beide Dicken gehen hier beide durch. Ja, und ich konnte vorhin nicht reingucken. Dein Kopf ist so leer, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe. Hallo Echo! Hallo Patrick! Ah! Hör auf! Jasmin, nicht in der Bude! Du machst was kaputt! Mir doch egal. Ich habe lange und hart dafür gearbeitet. Eh bald alles weg. Sei doch mal nicht so, du alter Schmollmob. Ist doch so. Exekutier. Kannst schon wieder bald was kochen, wa? Ja. Hast du überhaupt schon oben wieder angebaut? Ja. Das müsste schon erntereif sein. Werkbank? Ist hier eine frei? Oh, geil. Was für eine Schatzsuche wolltest du denn jetzt machen überhaupt? Ich habe 3 Stück zur Auswahl. Also, wir können entweder eine alte vergilbte Schatzkarte mit ein paar Kritzeleien, die ich gefunden habe, machen von Nicholas.
Wir können aber auch Klotz nehmen. Der hat nämlich eine alte, vergilbte Schatzkarte mit ein paar Kritzeleien, die ich gefunden habe. Und dann habe ich noch eine alte, vergilbte Schatzkarte mit ein paar Kritzeleien, die ich gefunden habe von Taylors. Alter, schnall ich ihm eine, ey. Ich wollte einmal nach der Ernte schauen. So, hiervon brauchen wir erstmal ausrüsten. Ich will Rezept. Samen 1. Samen 2. So. Für die Pilze brauche ich ja wieder Lehm, ne? Warum? Um die Samen zu machen. Ich denke, die kannst du überall hin machen. Ne, um die Samen anzufertigen. Oh. Gut. Jucker. Der Ertrag war überschaubar, ne? An Samen. Oh. Feinstes Gemüse, Jasmin. Frisch aus unserem eigenen Schrebergarten. Wie geht das weiter? Keine Ahnung. Entschuldigung. Ich kann nichts dafür, dass ich dumm bin. Meine Frau hat mich angesteckt. Ah, Jasmin, mir geht's nicht gut. Nee. Nee, aber jetzt geht's mir wirklich nicht gut gerade. Ich habe Menstruationsbeschwerden. Na denn? Das darfst du mir nicht absprechen. Verdammt. Hast du mal ein bisschen Lehm? Nö. Wir haben doch Lehm genug, ey. Haben wir auch ein bisschen Lehm für mich? Hä, wir haben doch eine ganze Kiste voll mit ganz viel Lehm. Sag mal, hast du irgendwie einen an den Kopf gekriegt? Aber hast du auch Lehm für mich? Ey, Jasmin. Lehm und Lehm lassen. Nicht klar. Ja. So. Wunderschön. Oh, ich habe hier mal ein paar Zutaten für dich mitgebracht. So. Wann wollen wir denn die Schatzsuche machen, Jasmin? Ja, bald. Ja. Wie kann ich hier gar nichts machen mit diesen komischen Dingern? Ja. Stufe 1. Ist das besser als 60? Ist okay. 42,1. Ist ja jetzt nicht so geil, ne?
Das sieht doch schon mal anders aus. Wieso kann ich keine Stufe 2 Waffe machen? Weil ich es nicht geskillt habe. Weil du dumm bist! Was, Jasmin? Nicht vor den Kindern. Dafür brauche ich. Für meine automatische Schrotflinte brauche ich geschmiedeten Stahl 30 Stück, ey. Machst du dir gerade eine Waffe? Wollte ich machen, aber geht ja nicht. Wir haben ja nicht so viel geschmiedeten Stahl. Du hast wohl eine Marmel. Ein Pumpgun? Was brauche ich da? Wieso habe ich eigentlich eine Idee, um die zu guck gerade, was ich machen kann. Aber ich hab's nie. Irgendwas denn? Guck mal. Ah? Na, was sagst du? So was? Wie hast du die gemacht? Auch mit so einer Mod-Dingsbums hier? Nö, ich hab sie einfach gebaut. Genau. Ja, hab ich. Und jetzt ist geschmiedete Stahl weg, oder was? Nö, ich hab selber welchen hergestellt dafür. Wo denn? Hab ich aufgebraucht. Ich hab nur so viel gemacht wie... Da hast du doch noch mit mir geschimpft. Wie denn? Geschmiedeten Stahl? Ich sehe es gerade selber, wie man das macht. Bis du so weit bist, bin ich schon selber so weit. Ich wusste jetzt nicht, was dich da überfordert. Können wir denn jetzt los? Nö, ich will mir auch eine Waffe machen. Warum? Was willst du damit? Gar nichts an. Ich weiß nicht, ob Schrotflinte jetzt unbedingt so das Beste ist. Jasmin? Ja. Okay. Man so weit. Oh Gott, das. Oh Gott. Hör auf damit. Hör auf damit. Aber hier steht nicht, für welche Waffen es geht, ne? Nahkampfwaffen und Werkzeugen. Nö. Nö. Da bin ich zu geizig für. Da warte ich, bis ich was gefunden habe. Oh, coolste Unterbrechung gehabt. Ist da eine Schreierin auch dabei? Hab ich jetzt nicht gehört. Ja, da muss ich gleich mal was ausprobieren.
Wo sind die denn? Da kommen sie. Wo? Oh. Die scheppert aber gut rein, ne? Wenn du triffst, ja. Du triffst ja nicht mal. Ich? Ja. Ich snack die unten an der Treppe weg. Das ging in die Genitalien. Meinst du, es gibt eine Anzeige? Jasmin. Was hast du mit dem armen Mädchen gemacht? Löscht. Hehe, erster. Na? Das war's schon? Haben sich so viel angehört. Ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Aber die Waffe fetzt, oder? Doch nicht. Doch, weißt du. Nee. Doch, weißt du. Können wir jetzt los? Mann, ich hab dich hier was gefragt. Was denn? Wie man sehen kann, was für ein Buch ich gelernt habe. Was für ein Buch du gelernt hast? Ja, was ich schon gelernt habe. Na, was ich schon herstellen kann oder so. Na, vergiss es einfach. Ich guck, ich werde das ohne dich hinkriegen. Wieso? Kommt drauf an. Was willst du denn herstellen? Nix. Ja, eine Waffe oder... Ja. Dann gehst du jetzt in dein Baumenü. Also hier, wenn, ne? Und dann hast du da ein Messer. Ja, da bin ich gerade drauf. Da bin ich schon längst drauf. Genau, und da kannst du noch sehen, was du alles kannst. Ich will aber diese Teile... Ach, vergiss es. Egal, vergiss meine Frage. Ich krieg das schon alleine. Meinst du Maschinengewehrteile? Nein, alles gut. Ich mach das schon. Welche Teile brauchst du denn? Ich mach das schon. Gut, dann lass uns losfahren. Nö. Was heißt hier nö? Nö. Gehört. Ach da. Ja. Kaffee mitnehmen. Kaffee mit. Genau. So. Wo willst du denn hin? Ja, eigentlich wollte ich ja was bauen, aber dann habe ich gedacht, wir fahren ja zügig los, also... Ja. Ja, wo willst du denn jetzt hin? Ich habe immer noch keine Antwort. Ich will einen Schatz finden. Von Nicolas. Oh, wo? Das sehe nur ich auf der Map? Was weiß ich denn? Säubere das Gebiet. Ich musste auch meine Quest noch machen. Alter, Stressbolzen-Noob. Ja, du musst auch wissen, ist das ein Brandgebiet? Nö, da waren wir noch gar nicht. Gut. Das Brandgebiet, ey. So, ich habe auch mal eine Mod reingemacht, dass wir weniger Sprit verbrauchen. Ist ja richtig, richtiger Fuchs. Mhm, wir haben jetzt Hybrid. Kannst du stolz auf dich sein. Dankeschön. Dafür kriege ich bestimmt einen Friedensnobelpreis. Mhm. Friedens, warum? Naja, wegen, kriegt man doch heute für alles, oder? Nee. Schade. Musst du erstmal Leistung zeigen und dann kannst du schon mal anfangen und du klebst. Ich hab eine Mod ins Auto gepackt. Ich war endlich mal vorausschauend. Das ist heutzutage sehr gegen das, was die machen. Du musst dich festkleben und mit dem Fahrrad fahren und nicht mit dem Auto. Ja?
Dann kriegst du eine Auszeichnung. Aber das Auto ist für festklebte. Hier. Guck, der Hund war festgeklebt. Jetzt habe ich ihn gelöst. Rettungsfahrzeug nenne ich das. Der wäre da elendig verhungert. Mhm. Ja. Das ist quasi ein Rescue-Mobil. Warum ist denn eigentlich immer nachts los? Da ist das Flair besonders romantisch bei Vollmond. Haben wir Vollmond? Ich sehe den Mond nicht. Oh. Hast du gesehen, wie gekonnt ich dem Hund ausgewichen bin? Ist das hier ein ziemlicher Umweg, habe ich das Gefühl. Du fährst ja auch. Ah, das ist im Schneegebiet. Oh. Achtung, festhalten! Wow. Muss ich ja immer die Kurve richtig nehmen. Patrick. Ein richtiger Sportwagenfahrer. Du kannst nicht mal so Auto fahren. Wieso? Wir sind mal zu scharf, ey. Ich hatte noch nie einen Unfall. Mhm. Ist das eine Straße? Nö. Oh, nö. Warte, das haben wir gleich. Oh ja, ja. Da geht jetzt schon rein. Oh nein. Haut schon ab. Oh nein, die Idioten sind hier. Ich habe von denen gehört. Schnell rein da. Nicht, dass sie mich nur mit ihrer Kacke voll quatschen. Warte, ich muss mal auf die Karte gucken. Ah ja, nächste Kreuzung links. Ist das hier eine Kreuzung? Mensch, jetzt fahr rum da. Da ist Mr. Schlotz und ich hab Hunger. Vorsicht! Wir waren noch mal. Ah. Oh, mir ist kalt. Dir auch? Ja, schon vergessen, wie man hupt oder was? Mach mal die Heizung an. Tatsächlich ja. Boah, bei diesem Nebel siehst du aber nicht viel, ne? Was für ein Nebel? Hast du keinen Nebel? Gerade nicht, nein. Das ist ja Witz. Wieso hab ich Nebel? Ich fahre. Ich hab gar keinen Nebel, ich sehe alles klar. Bin mir irgendwie nicht mehr sicher, ob das hier wirklich eine Straße war. Ich glaube, das ist nur so ein Wanderweg. Da steht ein Auto. Da ist ein Bär. Komm, den müssen wir mitnehmen. Da ist ein Bär. Wo? Oh. Da rechts. Ich sehe ihn nicht. Ich hab Nebel. Ah ja! Jetzt sehe ich ihn auch. Immer rein. Oh, ich hab einen Punkt gekriegt. Schön reines, dicken Speck hier. Wollen wir das Auto auch gleich mitnehmen? Ich pack das schon mal gleich rein hier. Ja. Oh. Und du hast gar keinen Nebel? Nö. Oh, du bist noch im Kofferraum, ja? Achso, ich hab Hunger, ich muss mal was. Oh! Muss mal was futtern. Hey! Ja? Ja, jetzt kannst du. Ja! Ja, ich muss erst mal gucken, wo ich hier. Ja, da kommt einer, ne? Hin muss. Mein TomTom-Navi ist nicht das Beste. TomTom war auch nie so gut, ne? Nee. Es hatte viele Fehlentscheidungen. Naja, das Schlimme an den. Wo willst du überhaupt hin? Ja, ich will. Weißt du was, ich fahre jetzt querfeld ein. Mir doch egal. Hier hat's gebrannt, auf jeden Fall. Das ist Militär. Vielleicht gibt's da Medizin. Oh, da ist eine Kiste. Irgendwo. Da ist die Kiste. Ich sehe nur ein bisschen Rauch. Ein hier. Stopp. Vorsicht, da kommt jetzt einer.
Ja. Oh, das Auto geschossen. Ich auch. Machst du? Gut. Ja. Ich halte hier die Stellung. Bei TomTom war halt das Problem, es war ja nicht aktuell. Also wenn du nicht immer wieder mal eine neue Map runtergeladen hast, dann hat er die Straßen lang geschickt, die gab es gar nicht mehr. Ja, ja. Nee. Warte, da komme ich wieder raus. Ist absolut kein Problem. Gehst Alter, du? Wo fährst du denn hier überhaupt lang? Ja, ich wollte querfeld einfahren, damit wir, damit wir Weg sparen. Aber wir können ja auch mal ein bisschen zu Fuß gehen, ne? Ah, ich muss laden! Ah! Wo denn? Ah, da! Gar nicht gesehen! Stimmt mit dem Hund nicht. Nee, ich habe die Straße noch nicht freigeschaltet und deswegen habe ich gedacht, ach komm, wir fahren querfeld ein, bevor wir hier ewig rumirren. Na denn? Ja, wer hätte gedacht, dass in einer Natur eine Schlucht auftaucht, ja? Ich meine, hallo? Hä, wo ist er denn jetzt? Wie unrealistisch ist das denn? Hier? Wieso gehst du denn jetzt zu Fuß? Soll ich das Auto wieder rauspacken? Weil es sind nur 60 Meter. Nö. Ja, komm. Ah. Da hinten ist noch eine Kiste. Guck mal. Da oben. Wie sollst du denn da hinkommen? Hä? Auf dem Berg? Ja, an der Wand. Da an der Wand hat es gerade ge... Ist bestimmt oben drauf. Rauch. Also hier, in diesem Radius hier ist der Schatz. Echt jetzt? Finde den Schatz. Ja, weiter kann ich es leider nicht eingrenzen. Oder du hast doch schon Schatzkarten gemacht. Muss ich hier noch irgendwas aktivieren? Nee, ne? Nö. Ich hab ja nichts zu. Bei mir zeigt er nicht mal an, ob ich hier in der Nähe bin oder nicht. Bei mir steht nur, finde den Schatz und es blinkt rot. Die Kiste. Ja. Bei mir steht, ich näher mich den Schatz. Ja, richtig. Das meine ich ja. Bei mir steht das ja nicht. Wo bist du denn? Alter. Jasmin. Ey, du hast doch einen ganz anderen Radius gerade gezeigt. Oh Gott, Jasmin. Nein, das geht ja einmal im Kreis. Ja, richtig. Ich nähere mich dem Schatz. Da stand schon wieder. Der muss hier irgendwo sein, ich bin mir sicher. Das siehst du ja auch oben in deinem Himmelsrichtung. Aber im Stein wird der nicht sein, oder? Weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht. Nee, der muss hier irgendwie. Er sagt mir hier immer, ich nähere mich dem Schatz. Ja, ich muss einmal kurz essen. Und vielleicht ein Käffchen trinken.
Warte mal. Wir sind... Weit doch nicht, ey. Wieso hast du den Schatz eigentlich nicht? Wir sind doch in der Gruppe. Hast du beides angenommen? Verbündete und Gruppe? Verbündete sind wir sowieso. In Gruppe habe ich einen Stern. Ja, ist bei mir auch. Hey, du konntest das doch bei mir auch nicht sehen. Aber ich dachte, ich kann doch meine Mission mit dir teilen irgendwie. Also jetzt komme ich her. Ist ja doof. Der sagt mir immer, ich näher mich den Schatz und ich buddel mich vor aus dem Kreis raus. Du musst auch oben gucken, ne? Ja, oben habe ich diese rot blinkende Kiste. Ja, das muss mittig sein. Ist ja. Egal, wo ich mich hindrehe, die ist immer vor mir quasi. Oh, Jasmin, ich habe sie gefunden. Ja. Die ist aber verschlossen. Wir müssen sie freibuddeln und verprügeln. Weil da, wo ich eben gegraben habe. Hätte ich mal weiter gegraben, komm, ey. Nimm dir die Spitzhacke und du darfst sie öffnen. Nö, mach mal. Nimmst du trotzdem die Spitzhacke? Ich pass auf, dass kein Zombie kommt. Klingt nach einem Plan bei so einer 7000-HP-Kiste, die ich natürlich ganz alleine aufmachen werde. Ey, du hast doch sonst immer so eine große Klappe. Ja. Ja. Jetzt fällt da rum wie ein großer, ey. Nee, lass ruhig. Ich hab den ganzen Spaß hier für mich alleine. Nimmst du auch nie irgendwie mal einen Dietrich mit oder so, ne? Ich dachte, da ist ein Karton vergraben. Hä? Den Schatz müssen wir immer aufmachen. Ach ja, ich hab ja auch so eine. Du stehst so auf der Kiste, ich kann sie nicht kaputt hauen. Oder wolltest du? Nein, mach. Uiu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 i. Guck du mal in den Rucksack. Welchen Rucksack? Der hier unten liegt. Oh, Schätzelein. Drück mal R. Gut gemacht. Ja, also wir könnten uns mit Rahmenform hochbauen. Oder... Ja, ich bin schon längst oben, ey. Was? Wo bist du lang gegangen? Tja. Warte auf mich, Jasmin, ich hab nichts alleine. Wollen wir noch eine machen? Können wir. Ob wir gerade im Flow sind? Hallo, Freund. Ich kenne dich gar nicht, aber ich muss meine Gedanken in meiner dunkelsten Stunde teilen. Ich wurde von einer dieser Kreaturen gebissen und ich spüre, wie ich mich verwandle. Während ich gegen das Verlangen ankämpfe, meine ganze Familie aufzufressen, möchte ich eine letzte gute Tat vollbringen. Folge dieser Karte, um einer meiner vielen persönlichen Verstecke mit Vorräten zu finden. Hoffentlich hält es dich am Leben. Claude. Wo denn? Hier lang. Weißt was ich... Denn? Weißt du, was ich bei Claude faszinierend finde? Statt dass er seiner Familie sagt, wo der Schatz ist, der der Familie helfen könnte, sie am Leben zu erhalten, denkt er sich, oh, die fresse ich noch und ich schreibe das auf einer Karte und wer das auch immer findet, der wird dann dem... Ja, der ist halt gut, ne?
Oder? Hast du Schnee? Ja. Okay. Also auch geil, so, ja, während ich dagegen ankämpfe, meine ganze Familie fressen zu wollen, dachte ich, dir tue ich was Gutes. Bestimmt schon so weiße Frauen und Kinder schon im Zimmer eingesperrt. Damit die nicht weglaufen können, wenn er verwandelt ist, falls er Hunger hat. So, Jasmin, ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge weiter. Wir haben jetzt 40 Minuten. Dann machen wir nächste Folge noch einen Schatz. Okay. Dann hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Wir würden uns freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss.